Das System SmexTex unterstützt mich in den Laktationsphasen rund um die Abkalbung. Zum einen, dass ich den Geburtstermin gemeldet bekomme und dann kurz nach der Geburt mit der Milchfiebergeschichte. Mein Name ist Jürgen Hahn. Wir bewirtschaften im Mittelfranken, nähe Ansbach, einen Milchviehbetrieb mit Fleckvieh. Unsere Kühe geben ca. 9000 Liter Milch. Wir haben ca. 200 Hektar Nutzfläche und noch einen Hofladen mit Direktvermarktung von den Eiern und den Nudelprodukten. Der Betrieb wird bewirtschaftet von meiner Frau, meinem Sohn, einem Festangestellten und meiner Wenigkeit. Warum wir uns für SmexTex entschieden haben, ist, wir hatten zuvor schon ein Brunsterkennungssystem, ein externes, nicht mit der Melktechnik gekoppelt, aber mit dem waren wir nicht so zufrieden, weil da haben wir immer Halsbänder dann hängen müssen, die Halsbänder gingen verloren etc. Und ja, dann haben wir nach was Neuem gesucht und dann ist eben das mit SmexTex gekommen, wo man dann gemerkt hat, man kann die Temperatur messen. Und die, eigentlich mir war es wichtig, welche der Fruchtbarkeit, dass ich die Brunsten erkenne. Und somit haben wir uns dann eigentlich damals für SmexTex entschieden. Ja, SmexTex ist mehr als ein reines Brunsterkennungssystem, weil zum einen habe ich die Temperatur mit drin, ich kann nachvollziehen, wie oft die Kuh sauft, ich habe den Wiederkauindex mit drin, ich sehe, wie sie frisst, ich habe die Bewegung und die Brunstaktivität. Und diese ganzen Faktoren zusammen sind einfach mehr wie ein normales Brunsterkennungssystem, wo nur die Brunst dann widerspiegelt. Und der Vorteil ist, der Bolli liegt in der Kuh und kann nicht verloren gehen. Also der Hauptgrund, warum wir das nutzen, ist eigentlich, weil ich von allen Tieren, Kühen, die Temperaturüberwachung habe. Und ich erkenne sehr frühzeitig, wenn die Kuh Euterentzündung zum Beispiel bekommt, bevor man das irgendwie merkt, geht die Temperatur hoch, ich kriege eine Meldung aufs Handy und dann kann ich da bei der nächsten Melkzeit oder auch sofort reagieren und die Kuh mir anschauen, Fiebern messen. Und es war schon öfter so, dass die Kuh im Melkstand fit war, eigentlich die Milchmenge noch hergegeben hat, aber schon im Alarm vom SmexTex war, aber visuell nicht erkennbar war, dass die krank wird. Also grundsätzlich muss man ja wissen, dass ich seit 20 Jahren Eigenbestandsbesamer bin und ich früh und abend eigentlich meine Besamungen mache. Und dann ist ja immer das Thema, wann ist der richtige Besamungszeitpunkt? Und dann hat man auch Fruchtbarkeitsprobleme. Und das war auch maßgeblich, dass man sich für so ein System entschieden hat, um das letztendlich zu vereinfachen, weil auch personell durch den umfangreichen Betrieb hier Defizite waren. Also die stillbrünstigen oder die, wo vor allem nachts brünstig sind, die erkennen wir deutlich besser, weil die dann einfach angezeigt sind. Das System SmexTex unterstützt mich in den Laktationsphasen rund um die Abkalbung. Zum einen, dass ich den Geburtstermin gemeldet bekomme und dann kurz nach der Geburt mit der Milchfiebergeschichte, was macht das Kalzium, wie die Temperaturen sind, wie ist das Wiederkauen, wie schnell kommt es ins Fressen. Ich kann aber reagieren, eben mit dem Kalzium, gerade bei den älteren Kühen, weil ich die Temperaturkurve sehe und die blaue Kurve weicht ja dann von der schwarzen meistens nach unten ab in der Kalbephase. Und wenn die nicht ansteigt, dann sieht man, dass sie Kalziummangel kriegen und dann kann man schon Bolli prophylaktisch geben. Und dann natürlich, wenn es wieder zur Besamung geht, sind die Brünsten regelmäßig. Oder gibt es da Unwägbarkeiten, wo man dann letztendlich schauen muss? Und dazwischen drin immer mit der Temperatur die Geschichte Euterentzündungen. Also man hat ja zwei Schwerpunkte. Das eine sind die Euterentzündungen. Wenn ich da rechtzeitig reagieren kann und da die Kuh wieder schneller in Milch bringt. Ich muss nicht unbedingt immer Antibiotika einsetzen. Und das andere ist rund um den Geburtstermin. Wenn ich da das Milchfieber rechtzeitig erkenne, kann ich frühzeitig heran an die Kuh und dementsprechend reagieren. Also wenn so eine Gesundheitsmeldung kommt, dann ist eigentlich die Vorgehensweise so, dass man schaut, welches Tier,
welche Laktation, in welchem Stadium von der Laktation ist die Kuh und wie stark ist die Kurve, wo es ausschlägt, schaut das Tier an und reagiert und trifft die Maßnahme, wo dann zum Treffen sind. Alle profitieren vom System Smextex bei uns auf dem Betrieb. Es sind natürlich, wenn man erstmal aufs Konto schaut, erstmal nackte Zahlen, das kostet Geld, ganz klar. Aber ich muss dagegen rechnen, die Kühe, wo ich halten kann, wo ich nicht verliere, weil ich einfach Krankheiten frühzeitig erkenne. Ich muss dagegen rechnen, die verbesserte Fruchtbarkeit. Ich muss dagegen rechnen, durch den Wiederkauindex, die Futteroptimierung, wo man dann daraus machen kann. Und in Summe sind es sehr viele Faktoren, wo die finanziellen Kosten eigentlich übers Jahr weitaus ausgleichen. Ja, klar würde ich das weiterempfehlen und ich habe es, glaube ich, auch, es haben zwei Betriebe schon umgesetzt, wo ich dann das einmal empfohlen habe. Und ja, klar, die sind am Anfang immer skeptisch, aber wenn man dann erzählt, wie es so läuft und man kann das Handy rausziehen und zeigt das ein wenig, auf alle Fälle weiterempfehlen, ganz klar.